Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender, der mich, glaube ich, sehr, sehr happy machen wird, aber der ein furchtbares Preis-Leistungs-Verhältnis haben wird. Ich weiß es noch nicht, ja? Hier habe ich auf jeden Fall den Adventskalender von Glück. Und zwar ist es der 24 Tage voller kleiner Glücksmomente von Glück. Und da sind kleine Marmeladengläschen drin für 29,95. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen. Hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wer mich vielleicht schon das ein oder andere Mal geschaut hat, der wird mitbekommen haben, dass ich eine winzig kleine Obsession für kleine Gläschen habe. Und hier haben wir, glaube ich, 24 davon drin. Und als ich gesehen habe, dass der online gekommen ist, habe ich mir gedacht, ja. Außerdem ist Marmelade bei uns aktuell sehr, sehr hoch im Kurs. Also nicht nur bei mir, sondern halt auch bei meinem kleinen Sohn. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, da kann man doch vielleicht irgendwie so ein bisschen was draus machen, dass er dann halt auch mal ein paar andere Geschmacksrichtungen als nur Kirsche und Erdbeere dann probieren kann. Und ja, genau. Ich rechne trotzdem mal aus, was es kostet. Ich glaube, man kann diese diese kleinen Gläschen in einem Dreier-Set oder so manchmal kaufen. Nicht lang schnacken, wir schauen rein und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Was ich übrigens nicht so cool bei dem Adventskalender finden würde, wäre, wenn die jetzt irgendwie die Sorten doppelt und dreifach einpacken würden. Also ich möchte schon 24 unterschiedliche Sorten haben und hier startet das Ganze mit einem Klassiker und zwar ist es Glück aus Kirschen, 28 Gramm und ja, das ist doch, es ist doch süß. Und selbst wenn du dir den Adventskalender kaufst, um das irgendwie zu verschenken oder keine Ahnung, vielleicht ist ja auch eine Sorte drin, die man nicht macht, ne? Dann verschenkt man die halt, es ist süß, dann kann man Glück verschenken und das halt in so kleinen süß. Du kannst es auch in einer Normalgröße machen, die sind ja auch nicht super teuer, aber trotzdem, es ist niedlich und ich freue mich darüber tatsächlich sehr. Wie geil ist es eigentlich, wenn man zum Beispiel so ein Familienfrühstück hat oder so, ne? Wir haben das gerne so Nikolaus zum Beispiel und dann stellt man das so dahin, diese kleinen Glücksgläschen, liebe ich. Zum 2. Dezember geht es weiter mit Himbeeren. Glück aus Himbeeren, 28 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und genau, das ist halt immer dieses gleiche Gläschen. Und hier oben stehen dann die entsprechenden Sachen so drauf. Das wird jetzt kein ewigkeitenlanges Video, aber ne, wir gucken mal. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und da gibt es Glück passiert aus Mango. Wie süß das geschrieben ist, oder? Auch hier 28 Gramm drin enthalten. Mango ist auch etwas, was Julius, glaube ich, so noch gar nicht irgendwie mal gegessen hat. Finde ich cool. Hier haben wir die Nummer 4 und drin enthalten haben wir Glück aus Johannisbeeren. 28 Gramm sind hier drin enthalten und das ist ein purer Genuss, steht hier drauf. Finde ich auf jeden Fall auch sehr ansprechend. Ich mag gerne Johannisbeeren. Ein Tag vor Nikolaus am 5. Dezember erwartet uns ein Klassiker, Glück aus Erdbeeren und zwar mit 28 Gramm. Ich glaube, es sind alles 28 Gramm. Ich habe ja, ne, keine Ahnung, ich sage das jetzt nicht mehr mit dabei, wenn das auch 28 sind. Und sicherlich, wenn ich die 6 jetzt aufmache, ist da was Größeres drin, wa? Quasi. Das ist Honigglück aus Sommerblüten, purer Genuss. Sommerblütenhonig, cremig, denn hier sind 32 Gramm drin. Auch wenn das Gläschen die gleiche Größe hat, aber Honig scheint dann auch etwas schwerer zu sein. Hat ja auch eine höhere Dichte, also passt das auch auf jeden Fall. Wie süß das einfach ist. Also ich stelle mir das die ganze Zeit vor, wie niedlich das aussieht, wenn es auf dem Tisch steht, ne? Und ich mag auch gerne die Glückmarmeladen und Glückprodukte. Es sind ja eigentlich nur Honig sonst auch noch mit dabei, ne? Schöner Nikolaus. Am 7. Dezember wiederholt sich das Ganze jetzt alles, oder wie? Glück aus Kirschen, 28 Gramm sind hier drin enthalten. Okay. Spoiler, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da sind Himbeerglücksachen hoffentlich nicht drin. Okay, vielleicht, also weiß ich nicht, wahrscheinlich steht es in der Beschreibung. Ich habe mir das halt nicht durchgelesen, ne? Ich lasse mich nämlich gerne überraschen. Offensichtlich wiederholt sich der ganze Samonis jetzt. Nee, in der Nummer 9 dürfen wir uns nicht über Glück aus Mango freuen, sondern Glück aus Aprikose mit 28 Gramm. Ha, siehste wohl. Ein bisschen Abwechslung haben wir noch. Oha, in der Nummer 10 darf es mit Glück aus Rhabarber weitergehen. Okay, okay, okay. Naja, okay. Die Nummer 11 enthält Glück aus Mango. Ja, ja, mag ich aber, glaube ich, hoffe ich. Okay, am 12. Dezember haben wir Honigglück aus Sommerblüten, purer Genuss, 32 Gramm. Also haben wir dann auch in der 18 wahrscheinlich einen Honig drin und in der 24. Aha, ich habe das Konzept des Adventskalenders durchschaut, Leute. Ne? Achso, erste Halbzeit hat mir gefallen. Auch wenn wir ein paar Doppelungen drin hatten, ne? Ja, ja. Aber ich
trotzdem. Ich glaube, das ist trotzdem toll. Trotzdem. Ich bestehe darauf. Der 13. Dezember enthält Glück aus Süßorangen. 28 Gramm sind hier drin. Da weiß ich nicht, ob das meins ist. Bin ich ehrlich, ne? Da bin ich wirklich gespannt drauf. Sowas kenne ich noch gar nicht als Aufstrich. Am 14. Dezember gibt es Glück aus Johannisbeeren mit 28 Gramm. Das haben sie aber auch wirklich in der richtigen Reihenfolge gemacht. Ne? Ich stelle mir das nämlich so hin, dass ich dann quasi die Sorten immer untereinander habe. Das heißt, die nächste Doppelung dürfte dann aus Himbeeren kommen. Aus Erdbeeren, Entschuldigung. Ja, ich kann mal dafür mal anfangen, Leute. Ich sag's euch. Glück aus Erdbeeren am 15. Dezember. 28 Gramm. Weißt du Bescheid. So, die nächste Doppelung wird aus Aprikosen sein. Okay, ich bin gekündigt. Nein, ich kann da nicht anfangen. Es ist Glück aus Kirschen. Am 16. Dezember. Das ist das dritte Mal. Aber ich mag Kirschmarmelade. Trotzdem hat Glück 24 Sorten insgesamt, glaube ich nämlich nicht, ne? Ja, gut. Aha. Nee, Aprikose, Rhabarber und Süßorange werden wir sicherlich nur einmal drin haben. Denn am 17. Dezember gibt es nämlich nochmal Glück aus Himbeeren mit 28 Gramm. Ja, eine Woche vor Heiligabend zum dritten Mal. Aber das ist alles noch im Rahmen, finde ich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir Honig, Glück aus Sommerblüten, purer Genuss mit 32 Gramm drin. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, denn das bedeutet halt auch, dass die 6, die 12, die 18 und die 24 nicht einmalige Produkte sind, sondern dass die dann halt auch gedoppelt sind. Das heißt, wir wissen dann jetzt in der Theorie jetzt schon, was in der 24 drin ist, wenn wir aufgepasst haben, ne? Ja, ich bin sowas von gekündigt bei der Firma, aber wirklich, denn am 18. Dezember, nein, am 19., wo sind wir überhaupt? Ja, ich weiß nicht mal mehr, wo wir sind, Leute, haben wir Glück aus Rhabarber drin enthalten. Also ich bin jetzt hier vollkommen aus dem Konzept geworfen worden, wirklich. Also, die haben die Aprikose übersprungen, teilweise die Sachen dreimal reingemacht. Ich bin raus mit meiner Theorie, aber drin, was die Geschmäcker angeht. Herzlich willkommen im 20er Bereich, ja. Am 20. Dezember bekommen wir Glück aus Mango mit 28 Gramm, ne? Schließt sich dem Ganzen einfach mal an. Derweil überrascht uns am 21. Dezember Glück aus Süßorangen, ebenfalls mit 28 Gramm in diesem wunderschönen Pöttchen enthalten. Die kann man ja auch aufbewahren. Überleg mal, was du damit alles machen kannst. Du kannst dir da auch selber so Cremes reinmachen oder so für Reisen. Ja, für Reisen ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Aber süß, die Süßorange. Da sind sie jetzt auch gerade vollkommen aus meinem ganzen Flow raus. Wo ist die Aprikose geblieben? Die gibt's nicht. Am 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl, bekommen wir Glück aus Johannisbeeren. Finde ich sehr ansprechend. Also die ist, glaube ich, auch eine meiner liebsten hier im Adventskalender, wenn ich das hier so überfliege. Das verlorene Kind wurde wiedergefunden. Am 23. Dezember haben wir hier Glück aus Aprikosen mit 28 Gramm drin enthalten. Auch genauso wahrscheinlich wie die Süßorange. Eher so eine eher bittere Geschichte und nicht so süß, wie ich das sonst so gerne mag. Aber Rhabarber ist, glaube ich, auch nicht ganz so süß, ne? Und ganz unerwarteterweise erhalten wir am Heiligen Abend Honigglück aus Sommerblüten, purer Genuss, Sommerblütenhonig, flüssig mit 32 Gramm. Ich bin ehrlich, ich kann es gerade richtig gut gebrauchen, denn mein Hals kratzt auch ein ganz kleines bisschen. Also am liebsten würde ich das Ding ansetzen und direkt auf Ex wegziehen, aber das soll man nicht machen. Ja. Genau, vor mir steht jetzt einmal der komplette Inhalt vom Adventskalender und ich kann es nicht anders sagen, als ich bin entzückt. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis wird hier wirklich nicht so großartig sein, ne? Hätte ich mir die ganzen Dinger so einzeln besser kaufen können, mit Sicherheit. Bin ich aber trotzdem glücklich mit dem, was da vor mir steht? Ja, ich finde es wirklich toll. Ich finde es richtig, richtig klasse. Und ich finde auch, dass der Adventskalender für alle Süßmäuse unter uns richtig gut geeignet ist. Für alle, die halt nicht sagen, ich esse mir ein Käsebrot oder ein Wurstbrot. Die sind hier ganz gut aufgehoben. Ich glaube schon. Und ich glaube, Glück hat ja auch wirklich alles gegeben und die haben auch wirklich alles an ihren verschiedenen Sorten reingegeben. Und ich finde es ganz interessant, dass Erdbeere nur zweimal drin ist. Das hätte ich dreimal vermutet. Wirklich, weil das ist ja so mit eine der beliebtesten Sorten. Kirsche, Himbeere kann ich verstehen. Mango finde ich fancy, dass es dreimal drin ist. Ja, ne? Johannisbeere freut mich sehr. Ansonsten schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Adventskalender in die Kommentare. Aber ich bin glücklich, ihn gekauft zu haben. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde ihn total super. Und deswegen, also dieser Adventskalender ist halt auch wirklich was so für Leute, die gerne frühstücken und die gerne sowas Opulenteres mögen. Bei mir ist das eher selten der Fall, aber man freut sich, wenn man die Möglichkeit hat, es opulent wirken zu lassen, indem man sich einfach so ein kleines Gläschen auf den Tisch stellt. Ihr Lieben,
Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.